Der Hamburger Flughafen hat die vierwöchige Erneuerung der Start- und Landebahn Niendorf-Langenhorn planmäßig abgeschlossen. Das gab der Airport bekannt. Die zweite Start- und Landebahn Norderstedt-Alsterdorf soll bei einer 28-tägigen Pistensperrung im September folgen. Bereits Anfang Juli soll sie bei vorbereitenden Arbeiten für einige Tage gesperrt werden. Durch die Erneuerung der beiden Start- und Landebahnen sollen in den kommenden Jahren kurzfristige Erhaltungsmaßnahmen reduziert werden.